Fast alle haben eins, aber keiner weiß so ganz genau, was es ist. Ein Girokonto. Und damit moin zum Banking 1x1 der HASPA. Stellt euch vor, ihr habt euch neue Sneakers gegönnt und per Vorkasse bestellt. Jetzt müsst ihr die Rechnung zahlen. Doch, wie kommt das Geld jetzt eigentlich ins Netz? Dafür braucht ihr ein Girokonto. Das Girokonto ist ein Zahlungskonto. Giro ist italienisch und bedeutet Kreis oder auch Runde, weil da das Geld die Runde macht, wie bei einer Drehtür. Zahlungen gehen ein, Zahlungen gehen aber auch ab. Das Girokonto ist wie euer digitales Portemonnaie, da kommt euer Gehalt ein und Kosten werden abgebucht. Man kann mit dem Girokonto Geld überweisen, mit der Karte Geld abheben oder zahlen und so könnt ihr in Echtzeit sehen, ob am Monatsende noch Geld übrig ist. Und falls ihr euch fürs HASPA Joker für Schüler, Azubis und Studenten entscheidet, habt ihr oben rein zum Girokonto noch weitere Vorteile in eurer Stadt. Das heißt, mehr Geld für Sneakers. Jetzt wisst ihr, was ein Girokonto ist. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Falls ihr weitere Fragen habt, schreibt es gerne in das Kommentarfeld. Und vergesst nicht, uns auf TikTok zu folgen.